24. Spieltag der deutschen Eishockey-Liga, die Partie Schwenninger Wild Wings gegen die Kölner Haie. Verkehrte Eishockey-Welt, die Kölner Haie relativ weit unten, dafür im zweiten Spiel mit Neutrainer Peter Dreiseitel. Schwenningen derzeit auf Platz 5 der Tabelle in den blauen Trikots, aber die erste Aktion hatten die Kölner Haie. Philipp Gogola mit dieser ersten Chance, die Marschroute bei Köln hieß, defensiv sicher stehen und nach vorne erst einmal schauen, was geht. Denn zuletzt gab es für Köln 3 Niederlagen mit satten 18 Gegentoren. Beste Chance zu Beginn. Philipp Gogola hier mit diesem Lattenknaller im Tor von Schwenningen. Im Übrigen Marco Wölfel erst in seinem 4. Saisonspiel. Das erste Drittel taktisch gut von den Haien bis zu dieser Situation, knapp 2 Minuten vor dem Ende, die erste echte Torchance der Wild Wings von Benjamin Brückner. So stand ein 0:0 nach den ersten 20 Minuten. Das Team von Peter Dreiseitel defensiv bis dahin sehr stark. Mitteldrittel, Fehler in der neutralen Zone und Großchance für die Wild Wings. Anthony Reck. Und damit nicht genug. Erneut läuft sich Köln fest, läuft sich Schwenningen frei. André Hult, 2 Top-Möglichkeiten für die Wild Wings, kurz hintereinander. Das ist der letzte Schuss von André Hult. Und zuvor eingeleitet dieses Chancen-Potpourri durch diesen fatalen Querpass der Haie in der neutralen Zone. Köln ließ wenig zu, aber wenn, dann wurde es richtig gefährlich. Wieder Anthony Reck. Der Franzose scheitert an Justin Peters im Tor der Haie. Auf der anderen Seite viele Chancen für die Haie, die feldüberlegen waren, aber immer wieder am glänzenden Marco Wölfel im Tor der Wild Wings scheiterten. So stand es weiterhin 0:0, auch nach 40 Minuten. Hinein in den Schlussabschnitt. Die Haie mit einer guten Kombination. Am Ende ein 3:1, das etwas zu verspielt gelöst werden sollte. Ben Hanowski, kein Pass, kein Schuss, heißt am Ende auch kein Tor. Und wieder die Haie mit Lucas Dumont. Ganz knapp vor seinem ersten Karrieretor, der 20-Jährige aus dem eigenen Nachwuchs der Haie. Defensive Stand, nach vorne war es nicht so zwingend, was das Team von Peter Dreiseitel bislang ablieferte. Bemühte sich aber immer wieder zu viele Pässe. Und dann dieser Konter der Wild Wings. Damien Fleury und das 1:0. In der 47. Spielminute. Die Top-Reihe der Wild Wings hatte zugeschlagen. Über Acton, über Reck. Am Ende der Puck bei Damien Fleury. Und der im 6. Spiel nach seiner Rückkehr bereits mit seinem 3. Saisontor. Die Haie ließen nichts unversucht. Die Mannschaft trat geschlossen auf, als Einheit, unterstützte sich und hatte durchaus ihre Chancen. Ehrhoff und der Nachschuss von TJ Mulock. Aber irgendwie landete alles beim Puckmagneten Marco Wölfel. Zwei exzellente Saves erneut hier vom 23-Jährigen. Dann schon hinein in die Schlussphase. Die Haie noch einmal mit Kapitän Ehrhoff. Aber auch den hielt am Ende Wölfel und so auch den Sieg fest. Ich würde sagen, wir müssen es uns einfach verdienen, so ein Spiel dann auch mal zu gewinnen. Ja, wir haben einfach schludrig gespielt und schlecht gespielt, auch in der Abwehr die letzten Spiele. Und man kann es nicht einfach wie einen Schalter umlegen. Ja, wir müssen jetzt ein paar Spiele mal gut verteidigen. Und dann gehen die Dinger vielleicht auch nicht an die Latte zweimal, sondern auch rein. Aber das muss man sich einfach verdienen. Ja, die haben mir gratuliert, aber ich muss sagen, heute hat jeder brutal von uns gespielt. Und haben mir richtig geholfen. Und ja,
haben wir Gott sei Dank 1-0 gewonnen. Erster Shutout im 7. DEL-Spiel für Marco Wölfel. Kai Herpich hat den Puck dazu eingesteckt. Die Wild Wings damit wieder auf der Erfolgsspur. Für die Haie setzte es die 4. Niederlage in Folge.